Von der Firma X-Tool habe ich diesen 20 Watt Lasergravierer und Schneider Typ D1 Pro erhalten. Das Gerät weicht in Sachen Hard- und Software ein wenig von den bislang von mir getesteten Lasergeräten ab. Mit 20 Watt ist der D1 Pro der mit Abstand leistungsstärkste Diodenlaser in meinem Testlabor. Hochaufgelöste Fotos des Packungsinhalts gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget. Geliefert wird der D1 Pro mit weitgehend vorgefertigten Komponenten und einer sehr ausführlichen, reichlich bebilderten Bauanleitung. Lediglich 16 Schrauben müssen angezogen werden, um den Rahmen zu montieren, und die Kabel müssen eingesteckt und mit Kabelbindern gesichert werden. Alles ist sehr schnell erledigt und man kann eigentlich nichts falsch machen. Geführt werden die Achsen mit kugelgelagerten Stahlrollen längs von Rundstäben aus Stahl. Die Führung an den beiden Seiten der Y-Achse weist kein fühlbares Spiel auf, hier wackelt und verbiegt sich nichts. Die Führung längs der X-Achse, an welcher der Laser befestigt ist, besitzt eine federnde Aufhängung der unteren dritten Stahlrolle. Dadurch lässt sich der Laserkopf per Hand zwar relativ leicht bewegen, im Betrieb ist die Federspannung aber ausreichend, um den Laser in Position zu halten. Der Antrieb beider Seiten der Y-Achse erfolgt über lediglich einen Schrittmotor, die Riemenscheibe der zweiten Seite ist über einen Rundstab mit dem Motorschaft verbunden. Mit diesem System bleibt die Mechanik auch bei ausgeschalteter Maschine stets im rechten Winkel. Die Spannung der Zahnriemen erfolgt sehr bequem und feinfühlig über verschiebbare Umlenkrollen. Lediglich eine Schraube muss gelockert, die gewünschte Spannung mit einer zweiten Schraube eingestellt und schließlich die erste Schraube wieder angezogen werden, dieses System ist an allen drei Zahnriemen vorhanden. Endschalter gibt's an beiden Enden beider Achsen, es sind vier optische Schalter verbaut, die verhindern, dass der Laserkopf zu Positionen außerhalb des maximalen Arbeitsbereiches gefahren werden kann. Wird der Homing-Befehl gesendet, so fährt der Laserkopf nach links hinten. Ist alles korrekt eingestellt, so laufen beide Achsen schön geschmeidig. Der maximale Arbeitsbereich beträgt 43 x 39 cm. Sämtliche beweglichen Teile der Mechanik sind gut geschützt im Innern des Rahmens angebracht. Das Lasermodul mit der Bezeichnung MD1 Pro L20 besitzt, wie bereits gesagt, eine maximale Ausgangsleistung von 20 Watt bei einer Wellenlänge von 445 Nanometern. Mit einer Spannung von 24 Volt bei bis zu 3 Ampere entspricht das einer elektrischen Eingangsleistung von 72 Watt. An dem Lasermodul befindet sich eine Vorrichtung für Air Assist. Eine zweite Laserdiode, die rotes Licht geringer Leistung emittiert, projiziert ein Fadenkreuz auf das Werkstück, was das Positionieren des Laserkopfs erleichtert. Fokussiert wird das Lasermodul, indem die Höhe über dem Werkstück so justiert wird, dass das ausklappbare Werkzeug die Oberfläche berührt. Soll dickeres Material geschnitten werden, so kann der Fokuspunkt unter die Materialoberfläche gelegt werden, das Werkzeug kann über eine Skala entsprechend eingestellt werden. Die Hauptplatine ist gut geschützt vorne am Rahmen angebracht. Der Ein-Ausschalter sowie die Buchsen zur Stromversorgung und für die USB-Schnittstelle sind direkt auf die Platine gelötet. Ein Taster wird über einen Messingknopf oben am Rahmen betätigt, damit kann die Maschine schnell gestoppt werden, sollte bei einem Auftrag etwas schief gehen. Ein recht lauter Piezo-Buzzer dient zur Ausgabe akustischer Signale.
Die beiden Treiber für die Schrittmotoren befinden sich unter einem Gummiblock, der als Anschlag der Platine an dem Rahmen dient. Über einen MicroSD-Kartenleser können G-Code-Dateien direkt von der Maschine verarbeitet werden. Als Mikrocontroller kommt ein ESP32 mit integriertem WLAN zum Einsatz. Die Firmware ist laut Angabe des Herstellers eine Eigenentwicklung, deren Quellcode als streng geheim eingestuft wird und die nicht vollständig kompatibel zu Gabel ist. Die Closed-Source-Philosophie bezieht sich auch auf die Software zur Ansteuerung und Konfiguration der Maschine, für die es zudem keine Linux-kompatible Version gibt. Als bekennender Botschafter für Open-Source-Lösungen bleibt nur der Datentransfer per MicroSD-Karte, denn Programme wie Lasergabel oder Universal G-Code Sender arbeiten mit der Firmware des D1 Pro nicht zusammen. Die abzuarbeitende Datei muss auf der SD-Karte unter dem Namen tmp.gcode gespeichert sein, dann genügt das Betätigen der Starttaste, um den Auftrag abzuarbeiten. Graviert wird eine Grafik auf einem Stück Sperrholz. Wie üblich wird die Bitmap-Grafik zeilenweise abgearbeitet. Da Holz zu gravieren zu den eher leichten Aufgaben zählt, genügt eine Laserleistung von nur 13%, um die Oberfläche zu verkohlen und somit die Grafik auf das Werkstück zu übertragen. Hochaufgelöste Fotos vom Ergebnis gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget. Welche Materialien graviert oder geschnitten werden können, dazu macht X-Tool sehr genaue Angaben, daher erspare ich mir das an dieser Stelle weitgehend. Als Test für die Schneidleistung kommt bei mir wie üblich ein Stapel aus 2mm Pappe zum Einsatz. Ausgeschnitten wird ein Stern mit 6 Zacken. Die Laserleistung ist auf 80% gesetzt und die Schnittgeschwindigkeit wird so angepasst, dass zwei Lagen Pappe in einem Durchgang durchtrennt werden. Das funktioniert mit dem D1 Pro bei einer Schnittgeschwindigkeit von 240 mm pro Minute. Der nächste Test besteht im Gravieren von Edelstahl. Auch hier wird mit einer Laserleistung von 80% gearbeitet. Graviert wird ein Testmuster bestehend aus Wellenlinien und Kreisen. Von links nach rechts wird dabei die Geschwindigkeit schrittweise gesteigert. Auch zu diesem Testverfahren gibt's hochaufgelöste Fotos der Ergebnisse und weitere Infos auf der Projektseite. Für besonders dicke Werkstücke kann der Rahmen der Mechanik mit schraubbaren Füßen um bis zu 9 cm höher gesetzt werden. Auch für das Gravieren einer Grafik auf einer Dose mithilfe der in meiner Packung enthaltenen Drehbank muss der Rahmen höher gesetzt werden. Die Drehbank besitzt einen eigenen Schrittmotor als Antrieb. Dieser Schrittmotor wird anstelle des Motors der Y-Achse mit der Hauptplatine verbunden, was unbedingt bei ausgeschalteter Maschine gemacht werden muss, da ansonsten der Schrittmotortreiber Schaden nehmen könnte. Auch diese Grafik wird zeilenweise abgearbeitet, wobei die Dose nach jeder Zeile jeweils ein wenig gedreht wird. Die Drehbank besitzt viele Adapter, sodass so reichlich jede zylindrische Oberfläche graviert werden kann. Viele Fotos vom Packungsinhalt, den Montageschritten, der fertigen Maschine und der in diesem Video gezeigten Beispiele gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget? Klickt mal rein!
Somit könnt ihr euch ein noch genaueres Bild von dem D1 Pro von Xtool machen. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!